Ich möchte nur noch mal kurz über die Herleitung von diesem DCM-Modell für den Tiefsatzsteller sprechen, beziehungsweise von diesem kombinierten DCM-CCM-Modell. Dazu hier noch mal kurz die Betrachtung. Das hier war das Modell, was wir gesagt hatten, was wir ableiten aus der ursprünglichen Schaltung, ein Mittelwertmodell mit einer gesteuerten Stromquelle, einer gesteuerten Spannungsquelle, wobei jetzt hier als Steuerparameter neben dem Mittelwert des Tastverhältnisses auch der Mittelwert der Leitdauer der Diode benutzt werden, sodass wir IS Mittel gleich D Mittel durch D Mittel plus D2 Mittel mal IL Mittel kriegen und UD Mittel gleich D Mittel durch D Mittel plus D2 Mittel mal UE Mittel, sowie hier diesen Ausdruck für D2 Mittel. Und genau das möchte ich jetzt mal herleiten. Wie kommt man zu diesen Zusammenhängen, um auf dieses Modell zu kommen, weil das ist dann nämlich interessant, wenn wir andere DC-DC-Wandler zum Beispiel modellieren wollen, außer dem Tiefsetzsteller, weil dann zum Teil hier zum Beispiel die Spannung UE-Mittel einen anderen Wert annimmt oder auch in diesem D2-Mittel diese Spannungsterm hier auch einen anderen Wert annimmt, obwohl der Rest größtenteils gleich bleiben wird. Um das zu betrachten, male ich mal die Verläufe der wichtigsten Größen ab, weil tatsächlich machen wir ja Folgendes: Wir ersetzen den Schalter und die Diode durch gesteuerte Quellen. Das heißt, ich muss eigentlich diese Mittelwerte IS-Mittel und UD-Mittel aufgrund der Schaltungscharakteristiken bestimmen. Deswegen male ich jetzt mal hier auf, in Abhängigkeit von der Zeit zunächst IL-Mittel, zunächst IL von T, dann den Stromverlauf IS-Mittel durch den Schalter. Und da wissen wir nur, wenn der Schalter ein ist, wird der Stromverlauf gleich sein wie der durch die Induktivität. Das ist hier so ein dreieckförmiger Stromverlauf. Während dieser Zeitdauer D1 mal Groß T bzw. D mal T. Und als letztes wollen wir uns den Spannungsverlauf an der Diode angucken. UD von T. Gehen wir kurz rein, nochmal in die Schaltung. Wenn der Schalter geschlossen ist, dann wird über der Diode die Eingangsspannung UE abfallen. Das heißt, während des Zeitintervalls von 0 bis D1 mal T kriegen wir die konstante Eingangsspannung UE hier am Eingang. Dann leitet die Diode, nehmen wir an, es ist eine ideale Diode, wird die Spannung auf 0 zurückspringen. Und jetzt passiert hier Folgendes: Wenn die Diode ausschaltet nach dieser Zeitdauer D2 mal T, dann wird die Spannung im Idealfall an der Diode wieder sich ändern. Und zwar tatsächlich, wenn der Strom durch die Induktivität zu 0 wird, wird auch die Stromänderung durch die Induktivität 0 sein. Und dann sagt uns die Grundgleichung der Induktivität, UL ist gleich L DIL nach DT, haben wir keine Änderung, beziehungsweise ist das konstant in diesem Fall 0, wird auch die Spannung über der Induktivität 0 sein. Wenn wir aber hier 0 Volt Spannungsabfall kriegen, liegt dann über der Diode in Sperrrichtung die Ausgangsspannung an. Das heißt eigentlich, im idealisierten Verlauf springt die Spannung hier auf die Ausgangsspannung. Diese ist kleiner als die Eingangsspannung, weil wir ja einen Tiefsatzsteller haben. Und nach Ablauf der Periode würde dann beim Einschalten des Schalters wieder die Spannung UE an der Diode abfallen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Zeitintervalle, wo jetzt hier eine Spannung an der Diode abfällt. Und auf dieser Basis können wir jetzt diese Gleichung für die Mittelwerte bestimmen. Fangen wir zunächst an, dass wir den Mittelwert des Stroms durch die Induktivität bestimmen. Das heißt, ich male das mal so ein, auch wenn das vielleicht nicht ganz korrekt ist, von der Höhe IL Mittel. Und dann sehen wir, okay, wir haben hier zwei Intervalle, einmal D1 mal T bzw. D mal T und das andere mal D2 mal T, wo jetzt hier der Strom von 0 verschieden ist. Hier oben haben wir einen Spitzenwert des Stromes IL Max, so wie beim Schalterstrom auch. Und dann ist die Berechnung jetzt hier dieses Mittelwerts relativ einfach, weil wir das auf eine Flächenberechnung zurückführen können. Das heißt, in diesem Fall IL Mittel ist 1/2 mal D1 plus D2 mal IL Max. Das können wir jetzt umstellen. Das werden wir nicht gleich brauchen. Daraus können wir nämlich den Spitzenwert des Stromes ausdrücken durch den Mittelwert. Das heißt, IL Max, wenn wir das auflösen, ist 2 mal IL Mittel durch D1 plus D2, beziehungsweise wir sagen D1 ist D, ist das 2 mal IL Mittel durch D plus D2. Das müssten eigentlich ja sogar tatsächlich diese Mittelwerte sein. Im stationären Zustand sind die ja gleich mit den Tastverhältnissen. Das heißt, wenn die sich nicht ändern, das ist eine Gleichung, die wir benötigen werden. Dann brauchen wir ja unseren mittleren Schalterstrom. Das heißt tatsächlich, wenn wir das hier mal so einmalen, vielleicht so, das ist der Strom IS Mittel und den können wir jetzt auch über diese Dreiecksfläche berechnen. IS Mittel ist 1/2 IL Max mal D1 bzw. mal D und
Diesen ersetzen wir jetzt hier durch eine Funktion von IL-Mittel. Ersetzen wir also hier das IL-Max durch dieses IL-Max, was wir hier in Abhängigkeit von IL-Mittel ausgedrückt haben, dann kommt hier raus, das ist ein halb D, eigentlich hier D-Mittel, multipliziert mit dem Ausdruck von hier oben, 2 IL-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel, 2 kürzt sich und dann kriegen wir hier tatsächlich das raus, was oben steht, D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal IL-Mittel. Warum haben wir das jetzt hier so gemacht? Tatsächlich haben wir ja in unserem abgeleiteten Ersatzschaltbild ein Ersatzschaltbild, wo bloß Mittelwerte vorkommen. Deswegen muss ich diesen Spitzenwert, der eigentlich diesen mittleren Strom definiert, ersetzen durch den Mittelwert, durch den Strom in der Induktivität, um ein Modell zu haben, wo wir in den gesteuerten Quellen tatsächlich auch die Strangströme haben, die eigentlich in unserem Mittelwertmodell vorkommen. Ich kann da nicht diesen IL-Max drin lassen. Das heißt, wir sehen hier, wenn wir kurz hochscrollen, das ist die erste Gleichung, die wir hier oben haben. Jetzt werden wir auf eine ähnliche Art und Weise diese zweite Gleichung ableiten. Für die Diode die Spannung UD-Mittel. Das heißt, UD-Mittel, wenn wir uns jetzt angucken, ist einfach hier diese Fläche verteilt, also diese beiden Flächen verteilt auf das gesamte Zeitintervall. Das heißt, können wir sagen, das sind zwei Rechteckflächen, die wir zusammen addieren. Wir haben hier einerseits die Zeitdauer D1 mal T, beziehungsweise D mal T, das andere mal die Zeitdauer D3 mal T. Dann ist UD-Mittel einfach D1 mal UE-Mittel plus D3 mal UA-Mittel, weil wir jetzt ja in unserem Mittelwertmodell sind. D1 ist das gleiche wie D und D3 wollen wir jetzt auch nochmal ersetzen hier. Und dazu betrachten wir Folgendes. Wir haben jetzt hier in unserer Periode diese drei Zeitintervalle D1 mal T, D2 mal T, D3 mal T. Ja, das heißt, wir können Folgendes sagen. D1 mal T plus D2 mal T plus D3 mal T muss gleich der Periodendauer T entsprechen. Ich kann also hier durch T kürzen und kriege dann raus D1 plus D2 plus D3 ist gleich 1. Oder, wenn wir es auflösen, D3 ist, wenn wir hier D1 wieder durch D ersetzen, 1 minus D minus D2. Und das hier können wir jetzt benutzen, um es hier oben einzusetzen. Das heißt, daraus folgt UD-Mittel ist D1 mal UE-Mittel, was eigentlich D ist, plus 1 minus D minus D2 mal UA-Mittel. Und jetzt gibt es folgende Überlegung. Wir betrachten nochmal den Tiefsatzsteller hier oben. Wenn wir diesen betrachten als sozusagen einen Zerhacker, der hier die Spannung mit dem Schalter und der Diodenkombination zerhackt und dann mit dem LC-Ausgangsfilter nur den Gleichanteil aus der Spannung UD rausfiltert, dann können wir folgenden Zusammenhang aufstellen. Im Mittelwertmodell fällt für Gleichspannungen keine Spannung über der Induktivität L ab und dann muss UD-Mittel gleich UA-Mittel sein. Das heißt, diese Mittelwerte für Gleichspannungen müssen gleich sein und deswegen kann ich Folgendes sagen. Ich kann hier sagen, UA-Mittel ist gleich UD-Mittel und jetzt können wir auflösen. Das heißt, ich bringe das hier auf die andere Seite rüber, UD-Mittel plus D plus D2 minus 1 mal UD-Mittel ist gleich D1 war D, also D ist gleich D mal UE-Mittel, tatsächlich hier D-Mittel, D2-Mittel und D-Mittel ersetzen. Dann sehen wir hier, dieses UD-Mittel hebt sich mit dieser minus 1 weg und wir kriegen dann auch hier raus, wenn wir es auflösen nach UD-Mittel, UD-Mittel ist gleich D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal UE-Mittel und das ist in der Tat die zweite Gleichung, wie wir sie oben stehen haben. Das heißt, dann gehen wir nochmal zurück. Wir haben jetzt diese zweite Gleichung UD-Mittel hergeleitet und jetzt müssen wir nur noch diesen Ausdruck D2-Mittel herleiten, weil wir als steuernden Ausdruck hier diese Änderung der mittleren Leitdauer D2-Mittel haben. Also werden wir versuchen, das hier auch herzuleiten und dazu nehmen wir eine Gleichung, die wir schon haben. Das heißt, der Ausgangspunkt, um das herzuleiten, wird diese Gleichung sein, wo wir IL Max in Abhängigkeit von IL Mittel ausgedrückt haben. Oder IL Mittel in Abhängigkeit von IL Max, je nachdem, wie wir das betrachten wollen. Das heißt, tatsächlich nehmen wir jetzt mal diese Gleichung hier. IL Mittel ist gleich 1/2 D Mittel plus D2 Mittel mal IL Max und lösen diese auf nach D2. Das heißt, hieraus folgt D2-Mittel ist 2 mal IL-Mittel durch IL-Max minus D.
Mittel. Man sieht schon, das hier ist so ähnlich wie der Ausdruck, den wir hier oben für D2 Mittel haben. Ja? Irgendwas minus D Mittel, wobei wir diesen Faktor 2 und IL Mittel haben. Das heißt, was jetzt hier sich drunter verbirgt, diese anderen Werte, die entstehen daraus, dass wir jetzt IL Max auf einer anderen Art und Weise bestimmen. Das heißt, dazu gucken wir nochmal in den Stromverlauf dieser Induktivität rein. Das heißt, der Strom in der Induktivität nimmt von 0 auf den Maximalwert IL Max während der Zeitdauer D1 mal T zu. Ja, das heißt, wir haben hier eine Steigung von UE durch L. Und jetzt können wir mit der Grundgleichung der Induktivität hier IL Max nämlich auch ausdrücken über UE, L und die Zeitdauer D mal T. Das heißt tatsächlich gilt IL Max ist gleich 1 durch L mal UE mal D mal T. Ja, das heißt, aus UL ist gleich L mal DIL nach DT aufgelöst. DIL, was hier im Prinzip Delta IL ist, weil wir eine konstante Steigung haben, ist gleich UL mal Delta T durch L. Und das hier ist einfach 1 durch L mal UE mal D Mittel mal T, wobei wir jetzt T hier noch wiederum ersetzen könnten durch 1 durch F, die Schaltfrequenz. Und dann können wir jetzt sagen, okay, wenn wir das hier jetzt hier reinpacken, folgt daraus D2 Mittel ist gleich 2 mal IL Mittel durch, und jetzt setzen wir hier ein, UE mal D Mittel, das T ersetzen wir durch 1 durch F, also mal F mal L minus das D Mittel, was wir vorher haben, und dann ist das hier die dritte Gleichung, die uns, wenn wir hier UE Mittel eintragen, die uns fehlt, um jetzt hier das Modell vollständig zu berechnen, und so kommt man zu diesen Gleichungen. Was muss man jetzt anders machen, wenn man andere DC-DC-Wandler hat? Das Einzige, was wir jetzt hier im Wesentlichen anders machen müssen, ist, dass wir uns diese Steigung neu überlegen müssen und welche Spannung jetzt über der Diode anliegt im ausgeschalteten Zustand. Ja, das heißt, diese Gleichung muss man gegebenenfalls nochmal anders ableiten, mit einer ähnlichen Vorgehensweise, wie wir das gerade betrachtet haben, wenn man Hochsetzstelle, Hochtiefsetzstelle oder zum Beispiel einen Seepick oder einen anderen DC-DC-Wandler betrachtet. Und auch diese Gleichung für D2-Mittel muss man anders ableiten, wobei im Wesentlichen sich die Werte hier der Spannung, das heißt hier UE-Mittel und hier UE-Mittel minus UA-Mittel, bloß ändern werden.